In meinem letzten YouTube-Video habe ich ein paar Kommentare dazu bekommen, dass ich mich doch nicht intuitiv ernähre und plan doch meine Mahlzeiten und ich schaue doch auf meine Makros und sie guckt doch, dass sie da Proteine isst und sie guckt, dass sie da genug Fette zu sich nimmt, dass man doch aus Kilometern Entfernung sieht, dass sie eine Essstörung hat. Solche Kommentare in die Richtung. Und deswegen dachte ich mir, ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Menschen überhaupt wissen, was intuitive Ernährung ist, weil ich habe das Gefühl, intuitive Ernährung ist super krass im Hype gerade und jeder redet über intuitive Ernährung und jeder ist der Meinung, er ernährt sich intuitiv, einschließlich auch mir. Aber ich glaube, die wenigsten wissen, was intuitive Ernährung eigentlich ist, wie es überhaupt definiert ist. Deswegen wollte ich heute einfach mal ganz kurz zusammenfassen, was intuitive Ernährung ist und was denn die Connection zu Mindful Eating ist. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Menschen Mindful Eating und intuitive Ernährung miteinander verbinden und daraus eben intuitive Ernährung machen, was aber nicht stimmt. Wenn wir jetzt mal intuitive Ernährung runterbrechen, dann ist natürlich das erste Ding Intuition. Und Intuition heißt ja, ich mache das, was sich gerade auch so richtig anfühlt, ne? Und intuitive Ernährung ist ja mehr oder weniger eigentlich nur, dass ich schaue, wann ich hungrig bin und dann esse. Und wenn ich keinen Hunger mehr habe, esse ich nicht. Und mehr ist es nicht. Intuitive Ernährung ist ja eben keine Ernährungsform von wegen Diät oder ich schaue, was ich essen muss oder sowas. Das hat nichts mit intuitiver Ernährung zu tun. Bei intuitiver Ernährung geht es wirklich ganz simpel nur darum, ich esse, wenn ich Hunger habe und ich höre auf, wenn ich satt bin. In diesem Wort intuitive Ernährung steht nämlich nicht drinnen, du musst aber das und das und das und das und das essen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum mir dann Leute sagen oder mir Leute unter meine Videos kommentieren, sie ist nicht intuitiv, weil sie auf ihre Proteine achtet. Oder sie ist nicht intuitiv, weil sie von einem kleinen Löffel isst. Das sind alles Kommentare, die nichts mit intuitiver Ernährung zu tun haben. Und das zeigt halt wieder, dass durch Social Media so viel falsches Wissen auch verbreitet wird und die Menschen meinen zu wissen, was gewisse Dinge sind, aber haben noch niemals sich überlegt, ich google jetzt mal, was das bedeutet. Weil intuitive Ernährung, wie gesagt, nur bedeutet, ich esse, wenn ich Hunger habe und ich höre auf, wenn ich satt bin. Dahingegen gibt es natürlich jetzt Mindful Eating, also achtsames Essen. Und achtsames Essen ist eben eine bewusste Auswahl von Lebensmitteln, die ich mir eben auswähle, weil sie bestimmte Auswirkungen auf meinen Körper und auf mein Sättigungsgefühl und auf mein Wohlbefinden haben. Um hier ein kleines Beispiel zu nennen, ich persönlich integriere super gerne Protein zu jeder Mahlzeit, weil es mich einfach länger satt hält. Das mache ich achtsam. Ich achte darauf. Ich gucke, dass ich das mache, weil ich weiß, wie es mir danach geht. Das ist nichts Intuitives, das ist achtsam. Heißt quasi, ich kann intuitiv sagen, ich habe jetzt Hunger und dann meinen Kopf einschalten und sagen, okay, ich möchte etwas essen, was mich jetzt aber auch lange satt hält. Heißt, ich integriere jetzt ein paar Proteine, ich integriere gesunde Fette, ich integriere Kohlenhydrate, ich schaue, dass ich meine Makros abdecke und dann eben nicht in einer Stunde wieder Hunger bekomme, weil ich achtsam esse. Dennoch esse ich intuitiv, weil ich gucke, wann ich Hunger habe. Was ich auch als Kritikpunkt bekommen habe unter meinem letzten Order Eat in a Day, war, dass ich gesagt habe, ich versuche nach dem Essen nicht mehr so viele Süßigkeiten zu essen, wo auch viele gemeint haben, das ist nicht intuitiv, das ist total essgestört und sowas. Was ich aber eben wieder unter achtsam verstehe, weil ich nämlich gucke, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Es tut mir gut, etwas Kleines Süßes zu essen, es tut mir aber nicht gut, nochmal eine gesamte Joghurtbowl nach meinem Essen zu essen und das ist eben für mich achtsames Essen. Das hat nichts mit intuitiv zu tun, meines Empfindens nach. Es würde mich voll interessieren, wie ihr das seht, was eure Meinung dazu ist, ob ihr jemals schon mal auch drüber nachgedacht habt, was intuitive Ernährung ist, weil ich muss ehrlich sagen, ich wusste das immer so im Hinterkopf, aber als ich mir das jetzt nochmal überlegt habe, dass ich das in diesem Video ansprechen möchte, habe ich mir das nochmal wirklich runtergebrochen und aufgeschrieben in mein Notebook und war so, okay, was genau ist eigentlich intuitive Ernährung und was mache ich? Und ich esse ja eher achtsam, weil ich ja wirklich darauf achte, was ich esse. Gleichzeitig esse ich aber auch intuitiv, weil ich auf mein Hungergefühl höre. Wenn ich morgens um 8 Uhr Hunger habe, dann esse ich morgens um 8 Uhr eine Kleinigkeit. Wenn ich aber erst morgens um 11 Uhr Hunger habe, dann esse ich eben morgens um 11 Uhr erst eine Kleinigkeit. Ich kann auch eine Großigkeit essen. Jetzt habe ich nur mit der Kleinigkeit angefangen, jetzt wollte ich das auch so fortführen. Deswegen ist es mir einfach wichtig, dass ihr euch darüber im Klaren seid, was intuitiv heißt und was achtsames Essen ist. Ich habe halt eher das Gefühl, dass viele Menschen intuitive Ernährung damit verknüpfen oder als Ausrede verwenden, um einfach Scheiße zu essen und quasi mehr oder weniger sich so denken, okay, ich esse intuitiv, ich kann jetzt einfach zum Maggis gehen und kann mir dann Mac-Menü holen, weil ich ja so intuitiv esse. Wenn du darauf Hunger hast, dann mach das doch, aber das hat nichts mit intuitives Essen zu tun, weil intuitives Essen, wie gesagt, habe ich glaube ich
wirklich schon 5-mal wiederholt. Heißt, ich esse, wenn ich Hunger habe. Wenn du natürlich achtsam beschließt, sag ich mal so, ich will jetzt Bock einfach auf Maggots und mir ist jetzt auch egal, was es jetzt, ob das jetzt super nährstoffreich ist oder nicht, ich esse es jetzt einfach, dann tu das doch. Das sagt doch auch niemand was. Und ich bin auch die Allerwenigste, die da was dazu sagt. Weil jetzt klinge ich gerade wieder so, als würde ich das ganze schlechte Essen, sag ich mal, haten, was ich ja nicht tue. Mir geht es einfach nur darum, euch klar zu machen, was ist intuitive Ernährung, was ist achtsame Ernährung und dass dieser Ansatz von wegen, ich esse, worauf ich Bock habe, das ist intuitiv, nichts damit zu tun hat mit intuitiver Ernährung, weil intuitive Ernährung eher darum geht, wann will ich essen und ich esse, wenn ich Hunger habe und nicht irgendwie, ich esse alles, was mir gerade in die Quere kommt und nehme das intuitive Essverhalten als Ausrede dafür. Ich wollte das jetzt einfach mal loswerden. Das sind Gedanken, die mir eben ein bisschen auf der Seele rumlagen und ich hoffe, dass ihr mich versteht, vielleicht auch sich bewusst machen, dass ja eigentlich eher achtsames Essen ist und um quasi die ganzen Menschen da draußen, die das eben haten, dass ich jetzt sage, ich esse intuitiv, besser gesagt, die nicht verstehen, was genau der Unterschied zwischen intuitivem und achtsamem Essen ist, dann sage ich halt in Zukunft, ich bin ein intuitiver, achtsamer Esser und aus diesem Grund möchte ich mir jetzt ganz intuitiv und achtsam Mittagessen machen, weil ich Hunger habe. Das Ding ist, ich will später noch ins Training gehen, heißt, ich will jetzt irgendwas essen, was ich auch gut verdauen kann und wo mir jetzt halt nicht so ewig schwer im Magen rumliegt. Was ich schon mal weiß ist, also ich Vertrag oder vom Training brauche ich jetzt nicht unbedingt großes Rohkost essen. Deswegen werde ich auf jeden Fall rohes Gemüse eher nicht essen. Heißt, so eine Snack-Karotte wäre jetzt nicht drin. Ja, mal schauen. Irgendwas schustern wir jetzt schon zusammen. Und dann habe ich hier noch so ein Kichererbsen-Tofu. Eigentlich schon abgelaufen ist. Ich brate mir den jetzt an erstmal. Das ist jetzt Freestyle, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen will. Aber ich habe gerade Bock, den hier anzubraten in ein bisschen Sojasauce und Sesamöl. So, und da mache ich jetzt Sesamöl rein und Sojasauce. Dann mache ich mir vielleicht noch so Smashed Cucumber Salad als Base. Das passt jetzt natürlich gar nicht zum Thema, ich will nicht so viel Rohkost essen. Aber da habe ich jetzt Bock drauf, deswegen machen wir das trotzdem. Ich verstehe nur ehrlich gesagt nicht, warum man die Gurke smasht. Also, ich habe das jetzt schon ein, zwei Mal gemacht, aber irgendwie habe ich noch nie so einen krassen Effekt daraus gemerkt. Sagt mir da gerne mal Bescheid, aber I don't know. Sehe ich jetzt irgendwie noch nicht so. Vielleicht smashen wir sie doch. Hätte ich das vorm Schneiden machen sollen? I don't know. Und da kommen jetzt rein Ahornsirup, Reisessig und Sojasauce. Ich habe jetzt noch ein bisschen Gemüse angebraten. Ich hatte noch eine übrige Paprika. Die habe ich jetzt mit ein bisschen Frühlingszwiebel noch angebraten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine Savory Yogurt Bowl, weil das mache ich total oft, wenn ich auf der Arbeit bin. Und ich kriege super viele Fragen, ob ich ein Rezept dazu habe. Und das ist halt das Ding, ich habe kein Rezept dazu, weil das eigentlich nichts anderes ist als eine Yogurt Bowl. Deswegen dachte ich, ich zeige es euch jetzt hier mal. Und wenn ihr Bock habt, vielleicht mache ich noch ein Reel dazu oder so. Und zeige euch das einfach mal, meine Methode, wie ich diese Bowls immer mache. Also erstmal braucht ihr Joghurt. Könnt ihr verwenden, welchen ihr wollt. Ich habe immer ganz gern Skyr da. Ich habe jetzt den Liter Skyr oder den Kilo Skyr, weil bei mir beim Edeka war letztens, also da haben die irgendwie umgebaut und waren alle Skyrs und Magerquarks weg und nur noch der, also das war wirklich der letzte, der da stand und dann habe ich den halt mitgenommen. Und da nehme ich dann immer so ein bisschen was und mache das quasi als Base oder jetzt hier eher eine Ecke. Dann kommen die Toppings. Petersilie, Paprika, der Kichererbsen-Tofu, da habe ich jetzt by the way den ganzen genommen, Avocado. Ich habe mir übrigens, wie ihr sehen könnt, etwas Gurke übrig gelassen, damit ich einfach noch ein bisschen snacke während des Anrichtens, weil ich so oder so snacken würde. Und warum dann nicht gleich von dem, was ich eh essen will. Und dann geht es jetzt eigentlich noch an so geile, geschmacksgebende Toppings und ich liebe dafür einmal Oliven. Ist mein absolutes Favorite Food. Ich liebe sie. Eingelegte rote Zwiebeln ist auch wirklich ein Staple. Ich mache das jede Woche aufs Neue und es macht wirklich jedes einzelne Gericht ums Zehnfache besser, meiner Meinung nach. Ich liebe Hanfsamen als Topping. Salz. Das ist eine Savory Yogurt Bowl, Leute. Und eigentlich ist es halt eine Bowl mit Dip. Und jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich esse es entweder pur, je nachdem, wie ich Bock habe. Manchmal nehme ich zum Beispiel auch noch Rice Cakes dazu und esse die dann mit dazu und dippe das dann alles so ein bisschen. Das mache ich immer je nach Empfinden jetzt gerade. Ich fange jetzt erstmal immer so an. Und wenn ich dann immer am Ende merke, okay, ich habe noch Hunger, dann erde ich immer noch was. Ich habe den Harzer nicht.
Ein Stück habe ich hier noch. Das snack ich noch. Dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze hier mal, bevor ich mich wieder in meinen Arbeitslaptop setze. Ein bisschen von allem. Mega. Ich weiß eh, dass ich jetzt noch, also ich brauche auf jeden Fall jetzt länger als geplant fürs Verdauen. But that's fine. Ich werde das jetzt genießen und ein bisschen arbeiten währenddessen. Also nicht so ganz genießen. Ich weiß, man sollte das nicht machen, aber ich versuche mich trotzdem aufs Essen zu konzentrieren. Gerade vom Training und noch kurz ein Get Fuel-Riegel. Bestes Post-Workout. Fuel. Ich will heute Abend Savory Oatmeal machen. Ich habe nämlich schon so lange keine Savory Oats mehr gehabt. Und ich bin eigentlich voller Fan davon. Ich habe das früher richtig oft gegessen. Ich habe nämlich Bock auf Kimchi. Und ich werde das mit Kimchi machen und Frühlingszwiebel. Ich werde jetzt erstmal die Frühlingszwiebeln mit Knoblauch anbraten. Und etwas Sesamöl. Ganz wichtig, Sesamöl. Dann werde ich dazu den Kohl geben und ein paar Shiitake-Pilze. Und dann kommen meine Haferflocken dazu. Dazu kommt jetzt Sesamöl. Falls ihr geröstetes Sesamöl habt, dann nehmt das auch sehr gerne, weil das passt auch mega gut dazu. So, dann jetzt anbraten, dass es so einen richtig geilen Flavor bekommt. Und dann schneide ich währenddessen die Shiitake-Pilze und den Kohl. Und ganz wichtig, Kimchi. Ich liebe das Kimchi von Complete Organic. Und habe jetzt hier einmal das, was ein bisschen schärfer ist und eins, was nicht so scharf sein. Naja, das da finde ich auf jeden Fall nicht so scharf. Das ist das Daikon-Kimchi und das ist das Original-Kimchi. Ich liebe das Original-Kimchi. Und ich werde jetzt, glaube ich, das hier auch noch aufmachen, weil das hier ist gerade offen, aber ich mache das hier, glaube ich, auch noch auf. Findet ihr eigentlich in jedem Alnatura oder so, in so gut sortierten Alnaturas oder auch in vielen anderen Biomärkten. Ihr kriegt es auch online und da gibt es auch unten einen Link, wo ihr 15% sparen könnt tatsächlich. Mal schauen, ob der noch funktioniert. Ich denke eigentlich schon. Also ich wüsste nicht, warum der nicht funktionieren sollte, aber ich habe schon lange nichts davon gehört, deswegen I don't know. Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Zumindest kriegt ihr damit ein bisschen Rabatt. Und das werde ich jetzt auch noch ein bisschen klein hacken. Also ich habe jetzt hier so eine Handvoll, eine kleine Handvoll von dem Kohl und eine kleine Handvoll von den Pilzen. Und das hacke ich jetzt auch noch dazu. Das Gute ist, heute ist niemand da, ich bin alleine. Und Kimchi stinkt ja immer so ein bisschen. Und viele, die Kimchi nicht essen, beschweren sich immer, dass Kimchi so stinkt. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man alleine ist. So, jetzt kommen da Haferflocken und ein Ei rein. Ich werde das jetzt so ein bisschen eyeballen und ein Ei und dann wird es so richtig creamy. Und ich muss gleich schauen, ob ich noch ein bisschen Parmesan habe, weil das würde da auch noch mit reinkommen. Ich habe es auf TikTok gesehen, so ein Stir-Fry-inspired Rezept. Deswegen mal schauen. Ja, ich mache es jetzt rein, weil das Problem ist, ich wollte eigentlich die Kamera rüber tragen, aber ich habe die Stift hier am Kabel, weil ich keinen Akku mehr habe. Deswegen erkläre ich euch jetzt so, was ich hier mache und switch hier so hin und her. Ich fix ab, damit ich euch das Rezept in die Infobox schreiben kann. Da kommt jetzt noch ein bisschen Sojasauce mit rein. Und dann sieht es eigentlich schon ziemlich fertig aus. Ich mache jetzt mal hier einen kleinen Test. Ich filme das gleich mal schon mal in den Bowl und dann brate ich mir noch mal ein Spiegelei extra an, mein Topping. Und ich top's, glaube ich, noch mit Harzer Käse, weil ich hatte jetzt kein Parmesan. Aber dann mache ich da Harzer Käse oben drauf. Das ist, glaube ich, ein geiler Plan. Look at that, wow. Das ist ein richtiges Comfort Meal. So, aber jetzt hier noch ein paar Frühlingszwiebeln. Harzer Käse, hier mein Eggo. Dann lege ich mir ein paar Scheiben und dann lege ich das nochmal in die Mikrowelle. Dann sieht das hier schön nochmal warm werden. Dann lege ich mir jetzt hier das Layer echt da so ganz hübsch drauf. Ich habe es mal auf 20 Sekunden gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, aber Erdbeere und Harzer Käse ist eine richtig leckere Kombi. Das sind auch sehr leckere Erdbeeren. Ich war dieses Jahr kein einziges Mal auf dem Erdbeerfeld. Eigentlich will ich noch. Ich glaube, ich bin aber zu spät dran. Oh Gott, das sieht so gut aus. Sesam kommt auf jeden Fall noch drüber. Das sieht super ästhetisch aus. Das macht nämlich die Growing Ananas, also die Anna Engelschall, die macht das immer. Die sagt immer, dass jedes Essen sieht sofort ästhetischer aus, wenn du Sesam drüber machst.
Und der hat so recht. Also vor allem schwarzer Sesam. Also weißer auch, aber schwarzer. Also ist auch leer. Ich sitze jetzt hier auf dem Boden wieder mal. Ich sitze immer auf dem Boden. Und ich will auch gleich Maxton Hall schauen. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe nämlich letztens meinen Freund überredet, dass wir nochmal zusammen von vorne anfangen. Er ist überhaupt nicht begeistert. Aber ich finde es richtig cool. Und ich mag die Serie voll gerne. Ich habe ihm gesagt, wenn du mal wissen willst, was ich so lese, dann musst du die Serie mit mir gucken. Ja, ich glaube, jetzt wird er nicht mehr wissen, was ich lese. Oh, schaut euch das mal an. Oh Gott, das ist so gut. Vielleicht mache ich mal wieder so ein Video, wo ich einen Tag lang nur Haferflocken esse. Aber halt so cool zubereitet. Oh yes. Und dann noch die Soße von dem Eigelb. Ja, also falls ihr Bock darauf habt auf so ein Video, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt mir einen Kommentar. Dann mache ich das mal gerne wieder und gebe euch meine geilsten coolen Oat-Rezepte. Mega. Video heute auf meinem Fußboden, weil mein Tisch zu unbeleuchtet ist. Aber schaut euch das an. Das ist mein Savory Oatmeal mit Kimchi, Shiitake-Pilzen, Kohl. Dann haben wir hier noch Frühlingszwiebeln, ein Ei oder zwei Eier besser gesagt und Harzer Käse. Ich würde sagen, wir machen einen Taste-Test. Ich habe gerade mein ganzes Dessert mitgefilmt und habe aber mein Mikro nicht angehabt. Und jetzt ist der ganze Ton weg. Dennoch, ich zeige es euch nochmal. Also ich habe hier ein Eis. Das besteht aus Mandelmilch, einem Esslöffel Getwühl Vanilleprotein und einem Esslöffel Getwühl Kaffeeprotein. Ja, es ist abends, aber ich mag den Kaffeegeschmack einfach super gerne. Es hat auch Koffein drinnen, ja, aber es ist ja nur ein Esslöffel. Und dann habe ich es getoppt mit Peanut Butter und mit Erdbeeren und Salz. Und es ist so gut geworden. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal einen Nachschub an Toppings holen. Vor allem diese Erdbeeren sind so geil, weil die noch so süß sind. Ich glaube, jetzt ist die Erdbeerzeit eh fast vorbei, weil wir jetzt ja schon Anfang Juli haben. Wir haben jetzt einen hübschen Mädelsabend hier mit mir in meinem Eis. Und danach muss ich bügeln. Und noch ein bisschen E-Mails machen und so. Und noch ein Reel hochladen. Aber das mache ich jetzt. Also mache ich mir doch keinen Mädelsabend. Ich mache einen Worky-Abend, den ich aber enjoye, indem ich mich hier ein Eis mache. Das habe ich by the way gemeint. Hier habe ich jetzt frische Toppings drauf. Ich habe Schokolade, Granola, Hazelnut Spread von Lini's Bites und noch mehr Erdbeeren. Geil. Das war so lecker. Aber ich bin auch so voll gerade. Eigentlich wäre meine Intention jetzt zu chillen, aber ich muss bügeln. Und ich habe jetzt noch 20 Minuten von meiner letzten Folge Maxton Hall. Und die werde ich jetzt bügelnd verbringen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade schon in diesem Video Maxton Hall gesagt habe. Ich muss ja schon definitiv zugeben, dass ich Team, ich lasse mir Reste in der Schüssel bin, die ich dann ausschlecken kann beim Backen bin. Das ist so lecker geworden. Ich mache da jetzt noch Biscoff-Kekskrümel drauf. Rezept ist, by the way, aus meinem E-Book. Ich habe da nur ein bisschen was abgewandelt, dass ich einfach 100 Gramm Biscoff-Spread noch dazu gemacht habe. Und keine Datteln. Das ist das Crunchy Peanut Banana Bread. Nur, dass ich eben, ich habe die gehackten Datteln rausgelassen und die Erdnüsse. Habe stattdessen ganz viele Chocolate Chips rein. Und ich habe es gesüßt mit, also ich habe Bananen rein und keine Datteln als Süße, sondern Kokosblütenzucker. Habe anstatt Kokosöl Butter verwendet. Also ich habe es eigentlich komplett abgewandelt. Und ich habe noch Biscoff Spread reingemacht. Dadurch ist es halt so creamy geworden. Übrigens ist das jetzt auch etwas, was ich meine, oder warum ich es immer meine, dass ihr What I Eat in a Day eher als Inspo nehmen solltet und nicht für bare Münze. Weil, ich meine, ich habe jetzt hier, oder wenn es jetzt zum Beispiel nachmittags gewesen wäre, dann würde ich jetzt hier vielleicht die ganze Zeit Teig snacken. Und dann hätte ich vielleicht nachmittags keine Lust mehr auf einen Snack gehabt. Aber hätte ich das nicht mitgefilmt, dann hättet ihr das gar nicht gewusst und hättet einfach gedacht, vielleicht, dass ich nachmittags keinen Snack brauche. Und deswegen finde ich das immer schwierig, dass sich die Leute da so, oder dass sich viele halt einfach so drauf fixieren, was in einem What I Eat in a Day gezeigt wird. Weil, wie gesagt, ich mache diese Videos als Inspo für euch und nicht
als Leitfaden oder sowas. Deswegen ist es mir halt einfach ganz wichtig, dass ihr euch dessen bewusst seid, dass jeder Tag anders ist einfach. Das ist das, was ich sagen will. Also jeder Tag ist anders und ihr dürft das nicht einfach immer alles für eine Regel nehmen, wie ich jetzt esse. Weil, wie gesagt, ich esse so super oft oder snack super oft an Tagen, wo ich What I Eat in a Days filme, nochmal was inzwischen drin und bemerkt gar nicht, dass ich es jetzt nicht gefilmt habe oder keine Ahnung, dass ich halt gerade was gefilmt habe für Instagram oder so ein Reel. Und dann aber währenddessen natürlich auch probiert habe oder sowas und dann meine Endszene oder so aufgenommen habe und das dann jetzt nicht noch extra auf YouTube mitgefilmt habe und dann halt nicht gesagt habe, dass ich was gegessen habe oder so. Also es passiert super häufig und das passiert auch bestimmt total vielen anderen Content-Creatern. Deswegen müsst ihr das halt immer im Kopf behalten, dass ihr quasi 20 Minuten von 24 Stunden seht. Oder besser gesagt von 12 Stunden, wie man halt meistens isst. Dass ihr einfach nur in Relation das setzt, dass es nicht klar ist, dass man nicht alles in den ganzen Tag. Und natürlich der Tag auch von so vielen anderen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel, wie viel saß ich heute rum, wie viel bin ich heute gelaufen, wie viel war ich heute unterwegs, geht es mir heute nicht gut oder so. Das sind auch viele Dinge, die man gar nicht sieht. Wie habe ich geschlafen? Und backen wir das mal und jetzt muss ich bügeln. Stelle einen Timer auf 30 Minuten.